Das sind sie mit ihrer Begleitung. Sie sind in den Bergen unterwegs und wandern gemütlich auf eine Alm. Gute Idee. Auf der Alm treffen sie nicht nur Wanderer, sondern auch Kühe. Diese fressen den ganzen Tag, werden bis zu einer Dreivierteltonne schwer und haben eigentlich gar nicht viel Lust, sich zu bewegen. Kühe sind gutmütige, harmlose Tiere. Trotzdem muss man einige Regeln beachten, wenn man Kühen auf Weiden und Almen begegnet. Regel Nummer 1. Wenn es einen Zaun gibt, steigen Sie nicht über den Zaun oder unterm Zaun durch. Bleiben Sie am Weg. Regel Nummer 2. Gibt es einen Zaun, aber auch ein Tor, um eine Weide zu queren, dann queren Sie die Weide zügig auf dem Weg und schließen das Tor hinter sich. Regel Nummer 3. Bleiben Sie auf dem Wanderweg und gehen Sie nicht näher als nötig zu den Kühen hin. Die Kühe wollen ihre Ruhe. Halten Sie einen gesunden Sicherheitsabstand, aus reiner Rücksicht. Das mit dem Mindestabstand funktioniert natürlich nicht immer. Manchmal stehen die Rinder mitten am Weg. Regel Nummer 4. Wenn möglich, umgehen Sie dann die Herde weiträumig. Ist das nicht möglich, gehen Sie ruhig vorbei und machen Sie keine hektischen Bewegungen. Fuchteln Sie nicht mit Stöcken oder Ähnlichem vor Kühen herum. Das kann Kühe erschrecken. Regel Nummer 5. Aufpassen und aufmerksam sein heißt es vor allem dann, wenn die Kühe mit ihren Kälbern auf der Weide sind. Machen Sie einen großen Bogen rund um Weide. Eine Mutterkuh ist im Schutzmodus und betrachtet jeden Menschen als potenzielle Gefahr für ihr Kalb, und ist einmal der Beschützerinstinkt der Mutterkuh geweckt, wird sie ihr Kalb gegen jegliche potenzielle Bedrohung verteidigen. Kleine Kälbchen sind zwar süß, dennoch nicht streicheln. Jetzt wird's interessant für Sie, wenn Sie mit einem Hund auf der Alm unterwegs sind. Regel Nummer 6. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Ja, Wuffi, tut leid. Und halten Sie Ihren Hund ruhig. Auch wenn der Hund angeleint ist, ist besondere Vorsicht geboten. Ob Hund oder Wolf, das ist dem Instinktwesen Kuh einerlei. Es bedeutet Gefahr. Besondere Vorsicht ist geboten, wie vorhin schon erwähnt, bei Muttertieren, die ihre Kälber schützen wollen. Die agieren im Notfall schon mal nach dem Grundsatz, Angriff ist die beste Verteidigung. Sollte es trotz befolgter Regeln dazu kommen, warum auch immer, dass eine Kuh sich oder ihr Kalb bedroht fühlt und sich ihnen in bedrohlicher Weise nähert, dann und nur dann bedenken Sie Regel Nummer 7. Leinen Sie Ihren Hund ab, er ist schneller als die Kuh. Versuchen Sie nicht, sich schützend vor Ihren Hund zu stellen oder gar ihn zu tragen. Regel Nummer 8. Rennen Sie nicht fluchtartig davon, entfernen Sie sich langsam und behalten Sie die Kuh im Blickfeld. Kehren Sie ihr nicht den Rücken zu. Regel Nummer 9. Im absoluten Notfall, wenn eine Kuh nervös wird und aggressiv auf Sie zugeht, dann machen Sie sich groß, heben Sie die Arme und wenn möglich, setzen Sie einen gezielten Schlag mit einem Stock auf die Nase des Tieres. Regel Nummer 10. Kühe sind grundsätzlich friedliche Haustiere und wenn sie in den Bergen wandern und die neuen Regeln beachten, dann steht einer erholsamen Zeit auf der Alm nichts mehr im Wege.